1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ja, Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben Dienstag haben wir heute, ne? Ja, Dienstagnacht. Dienstag ist eine freie Themennacht. Das heißt, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 220 5050 oder die E-Mail-Adresse lautet domian@wdr.de oder faxen könnt ihr natürlich nach wie vor auch 0800 250 51. Erste Anruferin heute Nacht heißt Cindy und Cindy ist wie alt? 22. Ja. Das ist doch schön. Ja. Hallo erstmal. Ja, hallo Cindy. Um was geht's denn bei dir? Ja, also es geht darum, ich bin mit meinem Freund, zukünftigen Ehemann, jetzt fast ein Jahr zusammen. Ja. Und ja, wir haben, also das Problem irgendwie, ich glaube, das ist ein Problem, wenn wir miteinander schlafen, ist es halt nur auf der Basis Rollenspiel. Also ich seine Chefin oder seine Sekretärin. Aha. Und jedes Mal fange ich damit an. Ja. Und es kommt nicht von ihm. Du willst du dieses Rollenspiel auch? Ja, ich will dieses Rollenspiel. Also beschreib das mal ein bisschen näher, das Rollenspiel. Ja, also quasi, wir gehen ins Bett ganz normal und liegen dann halt nebeneinander und wenn ich halt Lust habe, ja, dann fange ich mit irgendwas zu erzählen an, zum Beispiel, na mein Süßer, oder ich sag halt zu ihm, ja, ich bin seine Chefin oder sowas. Ja. Und ja, und dann geht das halt los. Aber die Chefin sagt doch nicht Süßer zu ihrem Untergebenen. Doch. Halt, ich fange dann gleich so, als ob wir das schon mal öfters gespielt haben an, obwohl es nicht so ist. Ach so. Und ja. Und dann bist du weiter die Chefin. Ja, stellst und zum du Beispiel, dir, oder ich bin zum Beispiel seine Nachbarin oder seine Arbeitskollegin oder sowas. Und aber immer so eine Frau, die die Hosen anhat? Nein, nicht immer. Er darf auch mal die Hosen anhaben, aber das will ich dann immer so. Ach so, aber... Das tue ich dann quasi, ach so, die Hosen an. Ich verstehe. Im Prinzip hast du schon immer die Hosen an. Ja. Es sei denn, du sagst, jetzt hast du mal die Hosen an. Ja. Ne? Also du bist die bestimmende Kraft. Ja, genau. Ne? Diese Rollenspiele, enden die dann auch mit Verkleidungen oder irgend sowas? Nein, also rein einfach nur im Bett zu erzählen, mehr nicht. Also man, ach so, ihr liegt dann im Bett nebeneinander und ja, du spielst dann so gewisse Sachen durch. Ja, wir erzählen uns das halt so. Ja. Und danach läuft halt was. Aber wie erzählt man sich das dann? Lass uns mal bei dem Beispiel bleiben, du bist die Chefin in seinem Büro. Ja, ne? Also zum Beispiel, ich bin die Chefin und sag halt, er möchte jetzt zu mir ins Büro kommen. Ja. Ja, und dann... Wir sehen euch währenddessen im Bett liegen, ne? Ja, so, genau. Ne? Ja. So. Und halt, wir liegen halt nebeneinander, ja, und erzählen uns das halt. Und da sag ich halt, er möchte mal in mein Büro kommen. Ja. Ich sag ihm dann irgendwas, was er zu machen hat. Also zum Beispiel, dass er die Akten irgendwie noch sortieren muss oder sowas. Tolles Vorspiel, aber egal. Erzähl weiter. Ja, und dann dann sag ich so, also stellen wir uns halt vor, dass er auf dem Stuhl sitzt und ja, ich hinter ihm stehe und ihn dann halt einfach verführe. Ach so. Ach so. Ja, das hat allerdings schon angefangen, als wir uns kennengelernt haben. Halt! Nee, weiter. Dann stellt ihr euch das so vor. Ja. Wir sehen euch immer beide noch im Bett liegen. Ja. Schön angezogen mit dem Schlafanzug und so. Ja. So. Aber irgendwann verführst du ihn dann in diesem Fantasierollenspiel. Ja, genau. Du bist dann die Chefin, ne? Ja. Die mit schicken Kostümen da steht und ja, mit Pumps genau an und so und dann den kleinen Angestellten heiß macht und verführt. Ja. Dann, wann setzt die Realität bei euch ein? Wann geht's bei euch zur Sache? Wann wird der Schlafanzug ausgezogen? Ja, wenn wir dann halt richtig heiß sind und... Ja. Dann geht es halt dann zur Sache. Und bist du dann bei dem realen Sex auch der Mann im Bett quasi? Oder hat er dann auch eine gewisse Dominanz? Also ich bin das quasi, also das Rollenspiel geht bis dahin, bis ich gekommen bin. Und dann, wenn er dabei ist, dann ist das schon wieder ganz normal. Dann sagen wir schon wieder unsere Namen. Und es ist halt, als ob ich das so von mir heraus will. Also manchmal kommt es so vor, als ob ich ihn nicht liebe. Ach so, halt, ich muss auch noch fragen. Also wichtig ist, dass das Rollenspiel geht bis zu dem Punkt, wo du deinen Orgasmus hast. Ja. Und dann, danach darf er wieder Cindy zu dir sagen. Ja. Und dann darf er auch zum Orgasmus kommen. Ja. Das ist ja toll. Das ist ja toll. So, jetzt können wir uns grob eine Vorstellung machen, was bei euch immer im Bett abgeht. Ja. Und das ist immer so. Ja, das ist halt, ich weiß nicht, am Anfang, das war,
wo wir das erste Mal miteinander geschlafen haben, war das halt nicht so. Da war das ganz normal. Da war er ich. Er und ich. Und da war sowas nicht. Das war halt nur. Bist du denn schon immer so gestrickt gewesen, auch in anderen Beziehungen, dass du gern so, solche Sachen dir ausgedacht hast? Nein, da war es eher andersrum. Da war mein Ex-Freund so. Der wollte so. Das halt. Jetzt hast du den Spieß rumgedreht. Kennt er das aus anderen Beziehungen, sowas? Vermutlich auch nicht, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Er hat eine schlechte Beziehung hinter sich. Da ist am Anfang 3 Monate was richtig gelaufen und dann ging da gar nichts mehr. Wie alt ist er? Er ist 23. 23. Macht ihm das denn Spaß? Er sagt ja, aber manchmal kommt es mir nicht so vor. Also ich weiß es nicht. Ich will dir was gestehen, Cindy. Ja. Mir wird es überhaupt keinen Spaß machen, wenn ich er wäre. Ja. Ich fände es ziemlich blöd, ehrlich gesagt. Ja. Ne? Ja, ich glaube, das ist deswegen. Also, du kommst aber nur in Fahrt, wenn du dir so etwas ausdenkst. Ja. Das ist der oder, der also wenn ich jetzt unter Alkoholeinfluss bin, wenn wir jetzt irgendwo mal gefeiert haben und sowas, dann brauche ich sowas nicht. Ach so. Dann geht ganz einfach. Ach so, dann bleibst du Cindy. Ja. Ja. So, nun hast du mich angerufen. Ja. Weil dieses ein Problem wird oder ist? Also für mich ist es irgendwie ein Problem. Also ich will es irgendwo nicht, aber auf der anderen Seite komme ich nicht anders oder werde ich anders nicht heiß. Ja. Ja. Hm. Also wichtig finde ich ja auch, wie er dabei empfindet. Ja. Ne? Also finde ich ja auch ganz wichtig erstmal zu. Warum fragst du ihn nicht klar? Ich habe ihn gefragt und er hat gesagt, es ist okay, er hat kein Problem damit und so. Und ja. Und ich weiß nicht, also als ich ihn kennengelernt habe, haben wir ja, wir haben uns am 2.1. kennengelernt und ja, am 3.4. am 6.1. hatten wir das erste Mal Telefonsex miteinander. Und ja, und dann hat das eigentlich schon angefangen, dass wir halt am Telefon solche Spielchen gespielt haben. Ja. Und ja, und dann hat man halt... Wie wäre es denn? Ich mache jetzt mal einen ganz profanen Vorschlag. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber man kann ja mal drüber reden. Ja. Wie wäre es denn, wenn du ihm vorschlägst, wir drehen den Spieß mal rum? Ja. Ich bin die Sekretärin und du bist der Chef. Ja, das haben wir ja auch schon gemacht. Ach so, das habt ihr auch schon gemacht? Ja, wir haben also wirklich alles durchgeprobiert schon. Also er ist zum Beispiel der Handwerker und hat bei mir die Waschmaschine gemacht. Sehr schön, sehr schön. Der Handwerker, der reinkommt. Ja. Ja. Also es war halt, ich weiß nicht, also im Moment sind wir auf dem Standpunkt, er ist alleinerziehender Vater und ich bin die Kindergärtnerin und wir haben uns ineinander verliebt und ja. Aber es ist ja schon verrückt, es geht nicht ohne diese Fantasien. Ja, ich finde, auf einer Seite finde ich das schön, aber auf der anderen Seite finde ich es halt komisch, dass ich den Drang danach habe. Ja, finde ich auch komisch. Vor allen Dingen, wenn es immer so ist. Ja, wenn es immer so ist. Wenn man sagt, nur gut, wir machen das mal und steigern uns da rein, ist ja vielleicht noch ganz nett und kurios und vielleicht auch spannend. Aber immer, das ist schon sehr seltsam. Hm. Ja. Also letztendlich habe ich dich jetzt so verstanden, dass du würdest gerne eine lockerere Sexualität haben, dass du nicht immer davon abhängig bist. Ja. Ne? So habe ich es verstanden. Ja, also ich würde es gerne irgendwo ab und zu mal so, einmal im Jahrhundert vielleicht. Aber halt mehr, dass ich mit ihm ganz normal, ich bin ich und er ist er. Findest du ihn denn so als Mann, jetzt ganz ehrlich, unter uns beiden Betschwestern gesagt, findest du ihn denn sehr attraktiv, sehr anziehend? Ja, also... Sexuell sehr anziehend? Ja. Oder also, brauchst du letztendlich immer noch dieses Spiel? Also ich finde ihn sexuell sehr anziehend. Also, aber er macht dich letztendlich nicht geil? Ne, sagen wir so. Das macht mich schon geil. Wenn ich ihn sehe, macht mich das irgendwo geil. Aber der Kick ist halt, das muss noch ein Rollenspiel dazu sein. Das verstehe ich halt nicht. Ja. Da bin ich jetzt wirklich ehrlich überfragt. Muss ich ja sagen. Vor allen Dingen, weil das so permanent ist und so geballt bei euch. Ja, das ich meine, er macht und, ja, weißt, wenn er jetzt und, da... Und interessant ist ja, wenn du sagst, wenn du Alkohol getrunken hast, dass du dann abgehst wie eine Rakete. Ne? Ohne Rollenspiel. Ja. Ich meine, ich hatte, bevor ich mit ihm zusammen war, hatte ich einen guten Kumpel. Ja. Mit dem habe ich auch quasi auf Freundschaftsbasis miteinander geschlafen. Ja. Da wollte ich das, aber ich habe das nie zum Ausdruck gebracht, dass ich ein Rollenspiel möchte. Also irgendwie ist das dann ja schon tief in dir verwurzelt. Ja, ich weiß halt nicht. Ne? Und interessant ist ja auch, wenn du gerne die, wie jetzt in dem Fall, gerne die Dominante bist. Ja. Ne, vielleicht ist das ja auch so eine latente SM-Veranlagung. Glaube ich nicht. Also ich stehe nicht auf hart oder sowas. Also ich will einfach nur. Aber die Zügel wirst du schon gerne in der Hand haben.
Nicht unbedingt, also nicht jedes Mal. Also ich bin schon im Wechsel, dass er auch mal sagt, hier, du hast jetzt das zu machen oder sowas. Also Cindy, ich rein psychologisch gesehen gebe ich mich jetzt geschlagen. Ja. Was dahinter steckt und wie man das verändern kann, weiß ich nicht. Ja. Aber ich bin ja hier nicht alleine. Ne? Ich habe ja hier immer schlaue Menschen hinter mir und neben mir. Ja. Das gebe ich jetzt mal weiter an meinen Psychologen. Ja. Und bin gespannt wie ein Flitzebogen, wenn er mir nach der Sendung dann von eurem Gespräch erzählt, zu was ihr gekommen seid oder wo vielleicht die Lösung liegen könnte. Ja. Machen wir mal so, ne? Ja. Du legst auf, Cindy. Ja. Der Johannes, so heißt er im Psychologe, ruft dich an. Ja. Und dann, wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was rumkommt. Na, okay. Na, alles Gute. Dankeschön, mach weiter so. Tschüss. Ihr Lieben, heute haben wir eine freie Themennacht, das werdet ihr schon gemerkt haben. Morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt unser Thema, diese Lüge hat mein Leben zerstört. Ich möchte gerne folglich mit euch über große Lügen sprechen, die euer Leben belasten, euer Gewissen belasten, so sehr, dass ihr sagt, letztendlich hat diese Lüge meine ganze Existenz, mein Leben, meine Zukunft vollkommen zerstört. Ihr könnt auch Näheres noch lesen über unser Thema, über dieses Thema, generell über unsere Themen, wenn ihr domian.de anklickt. Also morgen heißt das Thema, diese Lüge hat mein Leben zerstört. Hier ist Alexandra. Alexandra ist 36 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Alexandra. Ja, hallo Domian. Ja, hallo Jürgen. Wie geht's? Grüße dich, vielen Dank. Und das selbst? Ja, mir geht's auch gut. Weswegen hast du angerufen? Also mein Thema ist Impotenz, also männliche Impotenz und Selbstinjektion. Ja. Und zwar folgendes, kurze Vorgeschichte. Ich habe vor ungefähr 4,5 Monaten einen ganz super tollen Mann kennengelernt. Mhm. Dieser Mann ist 41, knapp 42 Jahre alt und ist impotent, absolut impotent. Und dieses aufgrund einer Erkrankung. Ja, was für eine Erkrankung? Einer Krebserkrankung. Ah ja. Mhm. Also er hat Prostatakrebs gehabt. Mhm. Vor circa 2,5 Jahren ist das festgestellt worden und ist auch operiert worden. Ja. Das heißt, ihm ist also die Prostata, also ihm ist eigentlich sozusagen, wie man das bei einer Frau nennt, eine Totaloperation bei ihm geschehen. Die Prostata ist also weg und aufgrund dessen ist er also absolut impotent, absolut. Mhm. Da geht auch nichts mit Viagra oder irgendwas, weil es eben aus biochemischen Stoffen gar nicht geht. Ne? Aber er hat noch eine sexuelle Lust. Natürlich, klar. Mhm, er hat eine sexuelle Lust, die haben wir auch gelebt in den letzten Monaten, sehr intensiv sogar. Ja. Aber eben, er sagt eben zum Beispiel, also der Orgasmus findet bei ihm im Kopf statt. Mhm, aber eben, das ist diese Impotenz da. Es geht gar nicht, es regt sich überhaupt nichts. Also bei diesen, ich sag's mal, diesen Totaloperationen bei Männern hilft, wir halten das nochmal fest, auch keine Viagra oder so eine. Auch kein Viagra. Ja. Mhm, nein, überhaupt nicht. Mhm. Kann auch nicht, ne? Mhm. Ist ja nichts mehr vorhanden. Die Darmstränge sind durchschnitten, die Prostata ist weg, kann ja auch nicht. Ja. So, und und aufgrund dessen, also er geht regelmäßig natürlich zu Nachuntersuchungen, er ist Krebsrisikopatient und der Urologe hat ihm also dann irgendwann vor einigen Monaten also die Hoffnung gemacht, es gibt also ein Medikament auf dem deutschen Markt auch, es gibt zwei Medikamente, muss man dazu sagen. Ja. Aber es gibt ein Medikament, das ist das sogenannte Medikament der Selbstinjektion. Ich kann dir jetzt auch, wenn du willst, das Medikament sagen. Ja, kannst du sagen. Ich habe davon auch was gesehen, was im Fernsehen gesehen neulich. Ja, das heißt Carverject Impuls heißt das Medikament. Das ist ein Medikament. Das wird in den Penis injiziert, ne? Das wird in den Penisschaft injiziert, rechts oder links. Ja. Muss man natürlich sehr aufpassen, damit das nicht in die Harnröhre verletzt oder so weiter. Ja. Und das kann man selbst machen, ne? Das macht man selbst. Habt ihr es gemacht schon? Wir haben es gemacht. Wir haben es jetzt mehrmals gemacht. Also im ersten Moment klingt das ja so ein bisschen schwierig, dass man hat eine ganz normale Spritze mit Nadel. Genau. Und in etwa, ja. Und führt das dann dort an dieser Stelle aus? Genau, man dosiert das selber. Es gibt also eine Injektion, also da ist eine volle Injektion drin. Ja. Und wir haben also bislang nur die Hälfte injizieren. Also immer nur die Hälfte. Also wir sind auf 5 gegangen halt. Man kann auf 10 injizieren oder 7,5. Wir sind auf die Hälfte gegangen. Und das ist also reichlich, wirklich reichlich. Und das heißt, dass es danach wirklich eine zufriedenstellende Erektion gibt? Es gibt innerhalb von 5 Minuten eine Erektion. Innerhalb von 5 Minuten. Wie lange hält die an? Also das, ich würde sagen, circa 2 Stunden. So lange? Ja, so lange. Das heißt, für euch war das ein ganz tolles Erlebnis dann, nach einer schwierigen Zeit, die hinter euch liegt, dann
normal wieder einen Geschlechtsverkehr erleben zu können. Das war wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung, eine ganz klasse Erfahrung. Jetzt, ich würde sogar mal sagen, weniger für mich, sondern eher auch für ihn. Glaube ich. Weil er eigentlich damit gerechnet hat, nie im Leben wieder eine Erektion zu haben oder auf normalem Wege, sag ich mal, mit einer Frau zu schlafen. Wie ist es denn dann, kann er einen Orgasmus erleben? Ja, das ist die Geschichte. Das ist ein bisschen kompliziert. Also er sagt, der Hauptorgasmus bei ihm ist im Kopf. Auch mit dieser Injektion? Auch mit dieser Injektion. Er kann einen biologischen Orgasmus bekommen. Natürlich nicht mit einer Ejakulation und so weiter. Ja. Das kann ja nicht sein. Ja. Ne? Da passiert also in der Beziehung passiert natürlich gar nichts. Ja. Aber er kann einen biologischen Orgasmus bekommen. Der ist natürlich aber sehr, sehr schwierig zu... Ist denn das Gefühl, das weiß ich auch nicht, ist das Gefühl des männlichen Orgasmus, ist dieses Gefühl gekoppelt an das Organ Prostata? Ja, irgendwie ja. Mhm. Irgendwie ja. Offensichtlich, also, ne, wenn es so ist bei euch. Offensichtlich, genau. Mhm. Also wir haben uns da sehr lange und sehr ausdauernd drüber unterhalten. Es ist schon gekoppelt. Ja. Es ist schon eine Geschichte, die, also er sagt zum Beispiel, wenn wir also so Geschlechtsverkehr haben, nein, nicht Quatsch, zurück, wenn wir also so Sex haben. Ja. Und ich befriedige ihn zum Beispiel mit dem Mund oder so, ne? Also oral halt. Dann ist es so, dass er sagt, er ist immer kurz davor, eine Erektion zu bekommen, aber er bekommt keine. Ja. Also es ist schon eine körperliche Lust da und es kann auch eine, Aber es gibt dann eben nicht diesen klassischen Höhepunkt, wie man es eben als gesunder Mann kennt. Das gibt es nach diesem Eingriff dann nicht. Nein, das gibt es nicht. Also mit einer Ejakulation, das gibt es nicht. Das sowieso nicht, das ist mir klar. Aber auch vom Gefühl her nicht. Doch, aber sehr annähernd. Also er beschreibt das als sehr annähernd, sehr, sehr annähernd. Also er sagt, also für ihn ist das, also wir haben das, wie gesagt, wir haben diesen Test gemacht und haben, das ist, wie gesagt, das ist auch eine Sache, die ist natürlich ein bisschen, auch ein bisschen merkwürdig für viele, ne? Also wenn man Lust aufeinander hat und bevor man also miteinander ins Bett geht, injiziert man sich eine Nadel, ne? Ja, das ist natürlich. Habe ich gerade im ersten Moment auch so gedacht. Aber andererseits, wenn es dazugehört und wenn man danach dann wirklich eine Sexualität genießen kann, die man sonst nicht genießen könnte, kann man sich damit ja auch arrangieren. Genau, ganz genau. Wie teuer ist so ein Schuss von dem Zeug? Ungefähr 15 Euro. Das geht dann ja noch. Ungefähr, ja. Das ist ein Medikament, das ist in Deutschland zugelassen. Das verschreibt jeder Urologe eben bei solchen Problemen. Aber man muss das selbst bezahlen. Man muss das natürlich selber bezahlen, ne? Ja. Ist klar, ne? Also es ist ungefähr 15 Euro. Es gibt auch noch ein anderes Medikament. Das ist allerdings in Deutschland nicht mehr zugelassen. Das kann man nur noch auf das Ausland beziehen. Das ist ein Medikament, da führt man ein Stäbchen in die Harnröhre ein. Also in den Penis. Das ist getränkt mit einer bestimmten Substanz. Das ist aber in Deutschland aus verschiedenen Gründen und Nebenwirkungen etc. nicht mehr zugelassen. Das wiederum stelle ich mir noch unangenehmer vor. Genau. So ein Röhrchen. Genau, was er auch abgelehnt hat. Er hat das also von vorne abgelehnt, dieses Medikament Muse heißt das. Ist die Muse. Ja. Er hat gesagt, also dieses Medikament wird er niemals benutzen wollen oder gebrauchen wollen, all die, weil das ihm zu schmerzhaft ist. Sind denn jetzt eure Erfahrungen eben mit diesem Medikament, was man spritzt, so gut, dass du sagst, okay, das machen wir jetzt. Das gehört jetzt zu unserem Leben dazu. Ja, klasse, einfach klasse. Ja. Ich meine, wir witzeln da immer so ein bisschen drüber und sagen, also er geht also morgen wieder zum Urologen und sagt, ich muss mir wieder meine Droge verschreiben lassen. Also, aber das ist ja auch ein schöner, auch interessant, was du erzählt hast, vielleicht für viele Patienten, die in diesem Sinne erkrankt sind oder erkrankt waren, dass es doch dann noch eine Möglichkeit gibt, einigermaßen schöne Sexualität zu erleben. Ganz genau. Also ihm hat man gesagt, eben wie gesagt, vor anderthalb Jahren oder vor fast zwei Jahren nach seiner Operation, es wird nie wieder irgendwas gehen, er wird nie wieder auf normalen Wege mit einer Frau Geschlechtsverkehr haben können. Und er ist ja noch jung, ne? Er ist ja 41. Er ist noch jung. Und aufgrund dessen hat ihm dann der Urologe, also vor einigen Monaten, eben gesagt, es gibt da noch eine Möglichkeit. Ja. Wenn Sie wollen, können wir das einfach mal ausprobieren. Und der erste. Da gibt es auch keine Nebenwirkungen, die bedenklich sind oder irgendwas? Also Nebenwirkungen insofern haben wir nicht festgestellt. Die einzige Nebenwirkungen sind also eventuell Kopfschmerzen und natürlich, er hat hinterher Schmerzen im Penis, ne? Also das ist eben, die Schwellkörper pumpen sich voll mit Blut. Ja, dann vielleicht solltet ihr noch ein bisschen weniger nehmen. Wir nehmen noch die Hälfte. Ja, das muss man vielleicht noch austesten, weil zwei Stunden muss ich ja auch nicht anhalten. Ja klar, aber wie gesagt, also vorgeschrieben ist eigentlich 7,5 Minimum und wir nehmen nur 5. Also es ist schon, wir haben das schon reduziert und also okay, ist eine Sache, die muss jeder für sich selber. Mit Sicherheit, ja. So, jetzt würde ich dich bitten, das Medikament nochmal zu nennen, wie es heißt. Das heißt Carbajet Impulse.
So. Und wer da betroffen ist, wer interessiert ist, sollte sich natürlich mit dem eigenen, mit dem Urologen beraten. Aber auf jeden Fall ein Hinweis, es gibt sowas und auch eine Hoffnung für viele kranke, erkrankte Männer. Genau, und die Stoff- und Indikationsgruppe ist also ganz klar Prostaglandin. Ja. Ja, so genau, also müssen wir uns jetzt gar nicht erklären. Ja, okay. Genau. Ich glaube, dass die Leute das auch schon recherchieren und rauskriegen. Und ich wollte damit also einfach auch mal vielen Frauen einfach mal so Mut machen, die also denken so, also ich habe meinen Freund kennengelernt, der hat mir erzählt, also pass auf, so und so, bei mir geht nichts, ich bin impotent. Ja. Und das war natürlich für mich auch ein Hammer. Ich bin eine junge Frau und habe eine gesunde Sexualität und das war natürlich auch nicht so ganz einfach. Ja. Und ich muss sagen, also über diese Möglichkeit, es geht alles. Man kann alles haben, was man will. Also es ist insofern eine gute Geschichte, dass er ist operiert worden. Das heißt, den Krebs hat man erstmal in den Griff gekriegt. Genau, der ist beseitigt. Der ist beseitigt und ihr habt jetzt durch dieses Medikament auch noch eine Steigerung der Lebensqualität wieder. Ne? So kann man sagen. Richtige Steigerung, ja. Es ist richtig klasse, es ist richtig toll. Schön, dass du angerufen hast, Alexandra. Alles Gute und schönen Gruß an deinen Freund. Mach ich, Jürgen. Und dir auch alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Also bis dann. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, die auch Bianca gewählt hat. Und Bianca ist 31. Stimmt, ne? Ja, genau. Hallo Bianca. Hallo. Schön, dass du da bist. Was ist dein Thema? Ja, also mein Thema ist Gedächtniswund. Ich habe eine Amnesie. Mhm. Ich muss mal eben den Fernseher ausmachen. Moment. Und zwar, ich bin total aufgeregt. Also vor ungefähr 2,5, 3 Jahren habe ich versucht, mich umzubringen mit Autoabgasen. Mhm. Und das ist schief gegangen. Ich bin... Hast du das so, wie man das so immer wieder liest, in der Garage gemacht? Genau, ja. Meine Eltern volle waren... Volle Kanne aufgedreht alles? Ja, genau. Also ich bin... meine Eltern waren in Frankreich. Ich bin in das Haus meiner Eltern, habe den Wagen da in die Garage gestellt, habe alles abgedichtet. Ja. Hab dann, ich weiß gar nicht mehr genau, ich war auch irgendwie völlig benebelt von Tabletten und Alkohol und war also... Ach, das hattest du vorher auch schon genommen? Ja, ich war total fertig. Ja. Warum, wenn ich das fragen darf, warum wolltest du dir das Leben nehmen? Warum? Ja, da waren ganz viele Punkte. Also ich war mit meiner Beziehung total unzufrieden. Ich hatte 2 Abtreibungen, ich kam damit nicht klar. Mhm. Also eine richtige Lebenskrise. Mhm. Große Lebenskrise. Ja. Mhm. Aber es hat dich jemand gerettet aus der Garage. Das weiß ich nicht genau. Also ich habe einen totalen Blackout. Ich kann mich nicht genau erinnern. Ich bin gefunden worden. Und ich kann mich erinnern, dass ich in der Klinik war, dass ich untersucht worden bin, dass mein Freund bei mir war. Und ich habe mich total scheiße gefühlt, weil wir hatten eigentlich keinen guten Rat mehr zueinander. Mhm. Und ich weiß es gar nicht genau. Irgendwann war ich dann wieder zu Hause und bei ihm. Und seitdem habe ich jetzt eben diese ganz gravierenden Gedächtnislücken. Hm. Darauf wollte ich jetzt gerade hinaus. Ja. Wie hat man sich diese Gedächtnislücken vorzustellen? Hast du ganze Teile deines Lebens vergessen? Oder vergisst du kurzzeitig, was du zum Beispiel heute Nachmittag gemacht hast? Ja, also ich schreibe den ganzen Tag Buch. Ich schreibe mir alles auf, was ich mache. Hm. Ich schreibe nachts auch alles in den PC, was ich tagsüber gemacht habe, übertrage das aus dem Buch in den PC und wenn ich irgendwo bin, schreibe ich mir immer alles auf. Das ist ganz peinlich. Um hinterher kontrollieren zu können, was passiert ist. Ja, das war, oder ob ich es gemacht habe. Mhm. Ja, genau. Ja. Das ist zurückzuführen wahrscheinlich auf eine Gehirnschädigung durch die Abgase. Oder auf die Borderline-Erkrankung, das weiß ich nicht genau. Das ist vorher mal diagnostiziert worden. Ja. Und ich weiß es nicht. Also ich bin auch schon lange in Therapie, denke aber, das hilft mir nicht wirklich weiter. War auch schon in 2 verschiedenen Kliniken, das hat mir auch nicht weitergeholfen. Also keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, dass du gar keinen, was man so normalen Alltag nennt, leben kannst, wenn man solche großen Gedächtnislücken hat. Nee, kann ich gar nicht. Das heißt, du bist viel zu Hause und... Also ich bin fast nur zu Hause, mache so das Nötigste. Ja. Nebenbei versuche ich mich manchmal so ein bisschen zu pushen, geh mal raus, fahr zum Pferd und tu mal was, weil du musst was machen. Ich habe auch noch einen Sohn, der ist 9, also insofern bin ich schon gezwungen, da ein bisschen am Ball zu bleiben, aber ich ziehe mich schon total zurück. Vergisst du denn auch Sachen, oder hast du auch Sachen vergessen, die vor diesem Selbsttötungsversuch lagen? Oder also Sachen aus deiner Kindheit beispielsweise oder aus der Jugend, ist das auch weg? Also bestimmte Teile,
du müsstest mich jetzt konkret fragen, dann könnte ich sagen, es ist noch da oder nicht. Ich weiß es nicht genau. Also ich habe keine Ahnung. Mhm. Das meiste ist weg, ja. Macht dir das selbst Angst? Angst vor dir selbst, dass du quasi da so ein schwarzes Loch in dir trägst? Und so viele Dinge eben nicht weißt, die mit deiner Person zusammenhängen. Macht dir das Angst? Das macht mich depressiv. Mhm. Naja, das ist ja schon schlimm. Also es zieht dich runter. Ne? Mhm. Ja. Hast du den Eindruck, das Ganze liegt jetzt 2,5 Jahre her, zurück, dass diese Gedächtniserkrankung, dass die Gedächtnislücken, dass das immer schlimmer wird? Oder fängt sich das ein bisschen? Nee, aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass es gravierend besser wird. Mhm. Also es ist gleichbleibend und gleichbleibend schlimm letztendlich für dich. Also es ist die erste Zeit, die ersten Monate hat sich das dann schon gebessert. Ich konnte nicht mehr Auto fahren und wusste nicht, wie ich nach Hause komme, wenn ich irgendwo war. Das geht alles. Es ist alles wieder in Ordnung. Aber so die alltäglichen Sachen oder meinen Beruf, es geht überhaupt gar nicht. Was hast du gemacht beruflich? Ich habe in der ambulanten Altenpflege gearbeitet. Ja. Ja, das kann man natürlich nicht, wenn man so selbst belastet ist. Ja. Lass mich mal fragen, der heutige Tag, also der hinter uns lag, was hast du zum Mittag gegessen, weißt du das noch? Nee, kann ich dir gar nicht sagen, weiß ich gar nicht. Mhm. Doch, weiß ich wohl, Hawaii Toast. Aber jetzt, jetzt ist es mir eingefallen, jetzt muss ich mich aber wirklich ganz stark konzentrieren, ja. Dann fällt mir das ein. Und weißt du, was du in den Nachmittagsstunden gemacht hast, so zwischen, sagen wir mal, zwischen 2 und 5? Also heute brauchst du mich nicht zu fragen, das war kein Problem, da war ich hier, da hatte ich keine Termine. Ach so. Aber du dürftest mich jetzt nicht fragen, was hast du gestern Mittag gemacht, das weiß ich gar nicht. Mhm. Da müsste ich wirklich hier, ich habe hier mein Buch. Mhm. Oder wenn ich jetzt noch weiter zurückgehe, sag, am Wochenende, was hast du am Wochenende gemacht, am Samstagabend? Samstagabend war ich in der Disco, das weiß ich. Das weißt du. Ja. Mhm. Ja. Also komisch, so bestimmte Sachen weiß ich und andere Sachen weiß ich einfach nicht. Mhm. Bist du noch in einer Beziehung? Nee, ich bin Single. Ja. Hast du denn Freunde, hast du da Menschen um dich herum? Also ich habe ganz, ganz wenige Freunde. Eigentlich nur einen wirklichen Freund und ansonsten meine Familie. Ich will nämlich darauf hinaus, wenn du sagst, ich habe nur einen wirklichen Freund, vergisst du auch Dinge, die die Freundschaft betreffen? Dinge, vielleicht wichtige Dinge, die er dir erzählt hat aus seinem Leben? Ja. Und man plötzlich da sitzt und es einem ganz peinlich ist und denkt, oh Gott, hat er mir das jetzt erzählt? Und ja. Sowas. Ja. Also es ist wirklich ein rundrum belastendes Krankheitsphänomen. Ne? Ja, genau. Mhm. Du bist in einer Behandlung beim Therapeuten? Mhm, ja. Bringt das was? Nee, überhaupt nicht. Mhm. Bringt mir überhaupt gar nichts. Bist du explizit in Behandlung wegen dieser Gedächtnislücken oder auch wegen der anderen von dir gerade angedeuteten Erkrankungen? Ach, nee, ich denke allgemein. Also ich war ja vorher schon psychisch ziemlich labil und habe auch schon mal immer wieder da reingeschnüffelt in so Psychotherapien. Das ist natürlich, finde ich, immer ein Warnsignal, wenn man so große seelische Probleme hat, psychische Probleme. Und man ist in einer Therapie vielleicht schon längere Zeit in einer Therapie und man hat das Gefühl, das bringt gar nichts. Dann bringt es auch nichts. Dann bringt es überhaupt gar nichts. Dann ist die Frage, was macht man? Man kann ja nicht da sitzen und nichts tun. Ja, ne? Genau. Ich glaube, dann beginnt diese Odyssee der Suche nach einem wirklich kompetenten Menschen, der für meinen speziellen Fall und meine spezielle Person zugeschnitten ist. Genau, und das ist das ganz Schwierige, vor allen Dingen, wenn man schon angeschlagen ist, sich dann auch noch auf die Suche zu begeben. Genau, ja. Und bei mir war vor einigen Jahren mal das Borderline-Syndrom diagnostiziert worden und meine Neurologin schlussfolgert das so ein bisschen, dass es daher rührt, aber ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Ich würde gerne, dass du mit meinem Psychologen jetzt noch einige Worte redest. Mhm. Okay. Vielleicht kann er dir auch noch behilflich sein, indem du klar sagst, was du gerne möchtest, dass er dir noch ein paar Tipps geben kann, wohin du dich wendest. Vielleicht gibt es auch noch Spezialkliniken oder Spezialrichtungen für deinen Fall und so weiter. Damit ist er ausgestattet und er wird dir helfen können. Okay. Hoffe ich zumindest. Ja, super. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute. Danke dir. Tschüss, Bianca. Tschüss. Morgen, ihr Lieben, heißt unser Thema, diese Lüge hat mein Leben zerstört. Das ist unser Thema, morgen Nacht, die ganze Nacht. Heute haben wir eine Freithemennacht und hier ist sie, Lilian. Lilian. Ja. Hallo? Hallo Lilian, 28 Jahre alt. Grüß dich, Jürgen. Ja, schön, dass du da bist. Ja, freue mich auch. Und ich höre in guter Stimmung, oder?
Ja, ich musste vorhin so lachen, als ich mit deinen Kollegen gesprochen habe. Warum? Drei Leuten musste ich ja die gleiche Geschichte erzählen und irgendwann musste ich lachen. Ja, so ist das halt, ne? Dass halt Kollegen hier bei uns am Telefon sitzen und sich das schon mal anhören, was ihr erzählen wollt, ja, bevor das denn hier reingestellt wird. Ja, das, ja, verstehe ich ja auch. Muss geht ja auch nicht anders, ja. Ja. So, aber ich weiß überhaupt gar nicht, was du zu erzählen hast oder um was es geht. Ja. Also muss ich es nochmal nochmal erzählen. Gut. Also ich habe Problem mit meiner Sexualität. Also ich bin frigide. Ich rufe deswegen an, weil ich gestern so unheimlich lachen musste, weil ich deine Sendung ja auch schon seit Jahren gucke. Und gestern vor allem, da waren ja zwei Menschen, ein Mädchen und ein Junge, die haben übermäßig Sex. Ja, genau. Also der eine zumindest und die andere war, glaube ich, Prostituierte oder so. Ja, genau, ja, ja. Da musste ich so lachen, da habe ich mir gedacht, oh Gott, wie kann man so viel Sex machen? Das gibt's doch gar nicht. Und du hast gar keinen Sex. Ich habe Sex, aber sehr, sehr wenig. Also wie wenig? Wie viel Mal im Jahr? Ich fange mal so an, ich bin verheiratet. Ach. Ich habe 97 geheiratet. Ja. Und ich habe auch in der Disco damals gearbeitet. Ich habe meinen Mann in der Disco kennengelernt. Und ich sag mal im Voraus, ich bin attraktiv. Also ich möchte jetzt nicht wirken wie eine eingebildete Ziege. Ja. Aber ich bin sehr attraktiv und keiner würde mir nachsagen, dass die keinen Sex also, hat. Also, man kann dich vorzeigen. Ganz genau. Man kann dich gut vorzeigen. Und jeder denkt, ja, die hat's hinter den Ohren. Ja. Ne? So ungefähr. Aber das Pustekuchen. Das ist aber das Gegenteil. Wie oft habt ihr Sex in der... Ich sag jetzt mal im Monat. Einmal? Einmal im Monat. Macht es dir denn dann wenigstens Spaß oder auch nicht? Selten. Das macht mir selten Spaß. Also ich sag mal so, ich fühle mich manchmal sehr gekränkt, wenn ich daran denke, dass mein Mann am Wochenende kommt und ich muss mich, was heißt muss ich nicht, aber es gehört zu meinen ehelichen Pflichten, dass ich mit meinem Mann schlafe. Mein Mann arbeitet auf Montage. Ach so. Was für dich ja ganz gut ist, da musst du nicht jeden Tag ran. Ganz genau. Das bedeutet, also deswegen habe ich ja auch im Voraus gesagt, dann bin ich ja in der Hinsicht nicht gequält, in Anführungszeichen. War das denn, du sagst, seit 97 bist du verheiratet, ja, war das denn von Anfang an so, oder bist du frigide geworden in diesen Zeiten? Nein, war ich immer schon. Immer schon. Als ich geheiratet habe, war ich immer schon, aber ich muss dazu sagen, komischerweise hat die erste Zeit mit meinem Mann sehr viel Spaß gemacht. Ah, da hat sich das ein bisschen aufgetaut. Und vorher, bevor du ihn getroffen hast, hast du masturbiert? Nein, noch nicht. Also das kommt bei mir nicht in Frage. Das mache ich sowieso nicht. Das machst du nicht? Nee, von Erziehung her mache ich es nicht. Ach so. Warum? Wenn ich mal so ganz keck fragen darf. Ja, meine Eltern sind sehr religiös. Ich wurde auch religiös erzogen. Ja. Und das wurde immer einfach gesagt, das gehört sich nicht, sowas macht man nicht. Und ich bin damit aufgewachsen. Ja. Und für mich persönlich ist es anormal gegen Natur, aber das ist ein anderes Thema. Ich empfinde für mich persönlich, dass es anormal ist. Warum? Dafür gehört Mann und Frau und nicht meine Hand. Unfug. Ja, aber es ist einfach meine persönliche Einstellung. Ja, aber vielleicht ist das jetzt mal ganz, ganz schnell, ganz schnell und ganz scharf geschossen. Vielleicht hängt das damit auch zusammen, dass du so eine doch sehr, ich sag mal, sehr konventionelle, um es jetzt nicht wertend zu sagen, vielleicht sehr verknöcherte Einstellung zur Sexualität hast. Nein, gar nicht, weil ich bin komischerweise in der Hinsicht offen. Also für mich offen. Ich habe schon im Leben alles ausprobiert in der Richtung, was es gibt. Außer Selbstbefriedigung. Außer Selbstbefriedigung. Aber ich glaube, dass du sehr viel im sexuellen Bereich noch nicht ausprobiert hast. Doch, ausprobiert schon, bis auf das eine. Gruppensex. Nein. Dafür bin ich zu anständig, charakterlich. Ja. Nee, das könnte ich nicht. Hast du jetzt schon mal einen Orgasmus erlebt? Ja, das schon. Ja, habe ich. Also ich weiß, was es heißt, Orgasmus zu haben. Jetzt erzähl mir mal, wie dein Freund damit umgeht. Oder dein Mann. Dein Mann, genau, dein Mann. Für den ist das ja nur auch nicht schön, zu wissen, die Frau hat eigentlich... Ja, weiß er das, dass du eigentlich keine Lust drauf hast? Ja, selbstverständlich, das weiß der. So, wie geht er damit um? Ich habe einen sehr liebevollen Ehemann. Er ist 32. Also da kann man sich nur einen wünschen. Er ist sehr temperamentvoll, also das totale Gegenteil von mir. Gut, das heißt aber, er hat ja auch Bedürfnisse. Ja, sicher. Wo gehen seine Bedürfnisse hin? Darf er denn Selbstbefriedigung machen? Nein, also ich weiß, dass mein Mann das früher gemacht hat, aber seitdem wir verheiratet sind, nicht. Aber Domian, wenn ich frigide bin, bedeutet nicht, dass ich mit ihm nicht schlafe. Es gibt andere Methoden, meinen Mann zu befriedigen. Ich kann es zum Beispiel mit der Hand machen oder sonstiges, ohne mich hinzugeben.
Verstehst du, wie ich gut, das meine? Das verstehe ich sehr gut, wie du das meinst. Aber wenn ich dein Mann wäre, wäre das nicht so gerade mein Ding. Die Vorstellung, ihr macht das nicht wirklich Spaß, ist es so eine Serviceleistung quasi von ihr, würde ich dann eher auch darauf verzichten, ehrlich. Ist ja auch so. Mein Mann denkt genauso wie du und wir haben sehr viel darüber gesprochen. Und während zum Beispiel, ich sag mal, diesem Vorspiel oder ich möchte das so diskret sagen, also diesen ganzen Vorgang, was ich mit der Hand mache oder wie auch immer, kommt es öfters zu ganz normalen Geschlechtsverkehr. Ja. Weil ich meinen Mann zu sehr liebe, um ihn zu verlieren an eine andere Frau, die ihm vielleicht das bieten kann, was er meint, um ihn nicht zu bekommen. Gut, es kommt zu einem Geschlechtsverkehr. Aber seltener. Ja, aber dieser Geschlechtsverkehr macht dir dann ja sogar gar keinen Spaß. Du lässt es dann über dich ergehen. Ich kann mich nicht gehen lassen, das stimmt. Nein, du lässt es über dich ergehen. Ja, ganz genau. Mhm. Ganz genau. Aber ich lasse ihm das nicht anmerken. Also mein Mann weiß vielerlei Sachen nicht. Dennoch, ich äußere mich dazu nicht. Dennoch, glaube ich, Lilian, ist das, dass das so eine Zeitbombe, eine tickende Zeitbombe in eurer Ehe ist. Ja, das sagt nämlich meine Mama auch. Ja. Das gefährdet meine ganze Ehe. Mhm. Weil er ahnt ja schon das eine und das andere und er merkt es ja auch, er kennt dich sehr gut. Und irgendwie staut sich da schon was auf. Das glaube ich schon. Wenn du ganz frei für dich entscheiden könntest, hättest du gar keinen Sex, oder? Ja, ich habe deiner Kollegin auch schon vorhin gesagt, für mich Sex und Alkohol brauchen überhaupt nicht zu existieren. Ich hasse Sex. Tiefgründig hasse ich Sex. Aber das ist ja nur eine krasse Aussage. Wenn man so sagt, ist nicht so mein Ding, aber wenn man sagt, ich hasse etwas, dann hat man ja eine starke Emotion dagegen. Woher kommt diese starke Emotion dagegen? Ich weiß es nicht. Domian, ich bin eine Frau, ich mag mich gerne den Männern zeigen. Ich weiß, ich werde bewundert von mir. Ich ziehe extra Miniröcke oder nicht hurig an. Also ganz normal. Ich weiß, dass ich eine hohe Wirkung auf Männer habe. Ja. Aber sobald mich ein Mann begrapschen tun will, oder früher jetzt nicht, ich bin ja verheiratet, aber oder hat mich früher angesprochen wegen Sex, das war eine Blockade, hör mal, das war wie eine Blockade vor Augen gefahren, da hätte ich mal ein bisschen die Augen ausgekratzt. Darf ich dich etwas ganz Intimes fragen? Ja, bitte. Und du musst mir ja auch nicht antworten. Mhm. Das ist ja das Spiel dieser Sendung, man kann fragen, aber man muss auch nicht antworten. Mhm. Ist dir in deinem Leben früher oder gar als Kind etwas Übles mal passiert in Sachen Sexualität? Nein, nie. Das ist nämlich das, was mich und meine Mutter, wenn wir miteinander reden, sehr wundert. Mhm. Nichts. Ich komme aus einem anständigen Haus. Ich bin nie als Kind missbraucht worden. Ich bin nie als Jugendlicher vergewaltigt worden. Mhm. Ich habe vor meiner Ehe auch 3-4 Männer gehabt, mit denen ich eine kurzfristige Beziehung hatte, wo auch Sex auch vorkam. Ja. Und ich war unglücklich. Und Domian, du musst dir mal das so vorstellen, ich habe nach einem Geschlechtsakt Bettwäsche gewechselt. Mhm. Ich hätte am besten auf Fenster geputzt. Aber Lilian, das sagt mir zu viel aus. Das sagt mir zu tiefes und zu intensives aus, als dass nicht doch irgendetwas Gravierendes dahinter steckt. Und sei es vielleicht doch diese sehr strenge und moralische Erziehung, die vielleicht noch viel strenger ihre Auswirkungen in dir gefunden hat, als du das jetzt erahnst. Vielleicht. Sonst reagiert man nicht so. Sonst ist man eher gleichgültig. Aber wenn man so reagiert, wie du es gerade beschrieben hast, hat man so einen tief verwurzelten Widerwillen in sich, der seine Ursächlichkeiten hat. Und jetzt, um zurückzukommen auf deine Ehe, das ist ja wirklich, du liebst deinen Mann. Ja, sehr. Sehr, das habe ich gerade gehört. Ja. So, habt ihr Kinder? Nein. Nein. Und es wäre eine Katastrophe, wenn wegen dieses, ich sag jetzt mal, dieses Problems, wegen dieses Problems eure Ehe kaputt gehen würde. Das heißt, es muss jetzt was geschehen. Du hast ja schon angerufen und erzählst es mir. Ja, ich habe schon darüber vor 2 Jahren mit meinem Frauenarzt gesprochen. Mhm. Er hatte aber, er hat nur zu mir gesagt, wissen Sie was, gehen Sie mal zu einem Sexuologen oder Sextherapeuten. Mhm. Ich bin aber, ich kann es mir nicht erklären, wieso ich das bis heute nicht gemacht habe. Mach es. Ich finde da keinen Weg zu. Lilian, mach es. Was hast du zu verlieren? Du gehst zu einem Menschen hin, der sich absolut auskennt in dieser Thematik. Es ist ein Arzt in der Regel. Das heißt, er unterliegt der Schweigepflicht. Man muss sich da nicht schämen, weil es dessen tägliche Arbeit ist. Du kannst damit deine Ehe retten und du kannst vielleicht Interessantes über dich auch herausfinden. Und vielleicht sogar hast du die Chance, irgendwann auch mehr Lust zu empfinden. Und das macht ihm auch Spaß.
Mach es, mach es. Es gibt kein Argument dagegen. Überhaupt nichts. Jürgen, ganz kurz eben noch. Ich habe mal von meiner besten Freundin gehört, es kann ja auch an der Pille liegen. Ich nehme eine Pille seit über 10 Jahren und ich habe schon mehrere Male gelesen, da steht drauf auf der Verpackung, auf dem Inhalt, dass es zu, dass die Lust an Sexualität abnimmt. Vielleicht. Ich glaube aber, ohne jetzt wirklich ein Fachmann zu sein und die näheren Einzelheiten zu kennen, dass das in deinem Fall nicht der Hauptgrund ist. Das glaube ich. Das glaube ich auch, aber ich kann es nicht finden in meinem Leben. Ich bin, wie gesagt, glückliches Kind immer gewesen und ich bin auch glücklich so. Ja, aber sobald ich aber das Wort Sex höre, ist vorbei. So. Was spricht dagegen, zu einem Sexualtherapeuten zu gehen? Hör dich jetzt doof an, ich weiß. Für alle Menschen, die jetzt hören, hör sich das doof an. Ich bin irgendwie zu stolz, dafür zu gehen. Ach, du bist doch nicht zu stolz, dann hast es mir hier sogar in aller Öffentlichkeit erzählt. Ja, aber die Menschen sehen mich ja. Ja, egal. Egal, da sehen dich auch keine Menschen, sondern nur dieser eine Mann. Versuch es bitte, Lilian. Du hast nichts zu verlieren, wirklich. Du hast nichts zu verlieren. Du hast nur zu gewinnen. Und wenn dir das zu blöd ist, bei dem Typ da zu sitzen oder bei einer Frau, muss ja auch zu keinem Mann gehen, wenn dir das unangenehm ist, dann gehst du halt wieder. Weißt du? Es ist doch völlig egal. So, jetzt verbinde ich dich nochmal mit meinem Psychologen. Der soll dir vielleicht ein paar Adressen, nicht vielleicht, der soll dir ein paar Adressen geben in deiner Umgebung. Mhm. Und dann wird das Ganze jetzt in die Hand genommen. Und zwar sehr schnell. Ja. Und der erste Termin wird noch hoffentlich vor Weihnachten stattfinden. Darf ich dich dann danach anrufen? Jetzt, wenn sehr gerne. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, was da rauskommt. Ich möchte noch mal ganz kurz sagen, falls ich weiß, tausende Menschen hören deine Sendung jetzt. Und wenn irgendeiner dabei ist, der das gleiche Problem hat, vielleicht wäre das möglich, mich irgendwie mit den Menschen zu verbinden. Ich möchte wissen, was die Menschen dagegen gemacht haben. Das können wir auch machen. Aber das Allerbeste, was du tun kannst, ist erstmal zu dem Therapeuten zu gehen. Ja. Du legst auf. Ja. Johannes ruft dich an und ich höre von dir, okay? Jürgen, vielen herzlichen Dank, dass ich durchgekommen bin, dass ich dir das erzählen konnte. Das war Stress für mich. Das glaube ich. Aber ich hoffe, dass was Gutes dabei rumkommt. Ja, hoffe ich auch. Alles vielen Liebe. Herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss. Manuela, 25, heute habe ich wieder nur Frauen. Das ist ja, es sind nur Frauen. Fantastisch. Manuela, 25, guten Morgen. Ja, guten Morgen, bin ich jetzt dran. Du bist jetzt dran, Manuela. Um was geht's bei dir? Ja, ich bin schokoladensüchtig. Es hört sich jetzt witzig an, aber für mich ist es nicht witzig. Du bist schokoladensüchtig? Mhm. Was heißt das genau? Also ich habe bis Juni 2003 3 Kilo Schokolade am Tag gegessen. 3 Kilo Schokolade? Ja, genau. 3 Kilo Schokolade? Ja. Wie viele Tafeln sind das? Das habe ich nicht gezählt, aber es war so, die Therapeutin und ich und in der Kur haben wir festgestellt, es waren schon so 3 Kilo. 3 Kilo Schokolade. Eine Tafel Schokolade hat 100 Gramm. Mhm. Jetzt bitte ich mal meine Kollegen im Hintergrund, das mal eben auszurechnen, wie viele Tafeln das sind. Dann können wir uns das noch besser vorstellen und ich muss jetzt hier nicht rechnen. Was hast du denn außer diesen 3 Kilo Schokolade? Nix, nur also getrunken, ganz normale Säfte und so und sonst nur Schokolade. Bis vor kurzem? Ja, bis Juni 2003. Ja. Und da bin ich dann in die Kur gekommen und bin wie ein Alkoholiker von der Schokolade weggeholt worden, ne? Wie ein Alkoholiker vom Alkohol. Warte, ich muss mal eben dich unterbrechen. Ich möchte mal meine Regie bitten, wie viele Tafel Schokoladen das sind bei der Menge. Das wäre sehr nett, wenn ihr mir das sagen könntet. Bitte, jetzt kannst du weiter erzählen, Manuela. Ja, also wie ein Alkoholiker wird ja auch vom Alkohol weggeholt. So bin ich von der Schokolade einigermaßen weggeholt worden. Aber jetzt, da es jetzt auf Winter zugeht, ist für mich eine schlimme Zeit. Und ich merke und fange jetzt an, wieder rückfällig zu werden. Das heißt, du warst wirklich völlig weg von der Schokolade? Ja. Also von heute auf morgen quasi? Ja, bin ich. Ich bin in der Kur 2 Wochen lang im Zimmer hin und her und wollte Schokolade. Und ich wäre bald die glatte Wand hochgegangen. Also es war schon schlimm. Also jetzt habe ich gerade die Information bekommen. 3 Kilo sind ungefähr 30 Tafeln Schokolade. Am Tag. 30 Tafeln Schokolade. Ich habe ja nicht nur Tafel Schokolade, es waren Dickmanns dabei, dann so Nougat-Baumstämmen und so fertig halt. Alles quer durch die Garte. Ja. Wie lange warst du denn bis zu dieser Entziehungskur so abhängig von Schokolade?
Seit dem 18. Lebensjahr. Seit dem 18. Lebensjahr. Wie viel wiegst du? Jetzt wiege ich 128 Kilo. 128 Kilo. Und bevor ich in die Kur gekommen bin, 137,6. Mhm. So, jetzt hat diese Kur einigermaßen gewirkt, was ja, ja schon erstaunlich ist, ne? Ja. Dass das gewirkt hat nach so vielen Jahren. Du bist jetzt 25. Aber jetzt geht's wieder los. Ja. Wie viel Schokolade hast du heute schon gegessen? Heute noch gar nichts. Aber es kommt zur Schubweise jetzt im Moment. Seit letzte Woche Montag kommt es zur Schubweise. Achso, das heißt, letzte Woche Montag hast du zum ersten Mal es durchbrochen, das Tabu, und du hast wieder gegessen. Ja, genau. Wie viel? So am Tag, so, es gibt doch jetzt diese Baumstämme, so, die heißen so bei uns, das ist Nougat mit Marzipan. Ja. Das sieht aus wie so ein Baumstamm. Ja, ja. Da habe ich 3 Stück jeden Tag gegessen gehabt. So, Manuela, jetzt hast du mir gerade gesagt, die Zeit davor, 3 Kilo Schokolade habe ich gegessen und sonst gar nichts, nur getrunken. Ja, halt Wasser, ja, alles Mögliche halt. Nur kein Alkohol. Aber du erzählst mir jetzt nicht, dass du von deinem 18. Lebensjahr an nur von Schokolade gelebt hast. Doch. Nie was anderes gegessen? Ganz, ganz selten mal was anderes. Keine Gemüse, keine Vitamine. Genau. Kein Brot. Genau. Es ist ja unfassbar. Es ist ja unfassbar. Dass der Körper das überhaupt, dass man überhaupt leben kann, so viele Jahre nur von Schokolade. Ja, das kam davon. Also wie ich überhaupt auf Schokolade gekommen bin, also ich habe 3 Vergewaltigungen hinter mir, ein ja, Missbrauch ja, von meinem Opa. Ja. Und ja, und in der Arbeit Mobbing. Und dann hat es so angefangen, ich habe dann keine Freunde mehr gehabt, mhm, und dann habe ich alles in mich reingefressen. Also das und ist mir dann schon. Ich habe gemerkt, wenn ich Schokolade gegessen habe, hat es so 1-2 Stunden angehalten. Dass es dir ein bisschen besser ging? Ja, und dann danach ging es mir wieder schlecht, das weil, oh Scheiße, davon nehme ich ja zu. Ja, das sagt man ja auch, dass die Schokolade, dass da so gewisse Glücksstoffe frei werden und das schmeckt halt gut. Im Übrigen ist, auch nach neuesten Studien übrigens, ihr habt das vielleicht gelesen, Schokolade wirklich ein sehr gesundes Lebensmittel mit sehr vielen Mineralstoffen und allem Kram drin. Es ist nicht einfach nur ein süßer Schund. Es ist also schon erklärbar, dass der Körper das vielleicht über einen langen Zeitraum aushält. Welche Verdauung hat man denn, wenn man nur Schokolade isst? Ich habe alle 3 Tage nur zu Stuhlgang gehabt. Ne? Ja. Ist der nicht steinhart? Doch, das ja, hört sich lustig an. Wie so Ziegeböllele oder Schafsböllele ja, halt. Hast du denn zwischendurch nicht mal, entschuldige, wenn ich da so drauf rumreite, weil mir das so unnachvollziehbar ja, ist, ja, wenn man so viele Jahre nur Schokolade isst, so viele Jahre, fast 7 Jahre nur Schokolade isst, mhm, nicht zwischendurch mal auch mal Lust auf eine Bratwurst oder auf irgendwas Deftiges? Ja, ganz, ganz selten, vielleicht 1 oder 2 Mal im Monat vielleicht, mhm, dass ich da dann mal, wenn ich bei meiner Mutter oder so eingeladen bin, dass ich da was gegessen habe. Ja. Aber nicht viel, wenig halt. Im Prinzip so eine richtige Aversion gegen die anderen Lebensmittel auch. Mhm. Mhm. Es ist wirklich ein Phänomen der Natur, dass der Mensch das so lange aushält. Wirklich. Ja. Was sagen denn deine Ärzte dazu? Ja, das ist noch nicht ganz klar. Ich bin in die Kur gekommen und da war ich mitten in der Therapie. Und dann hat die Kasse, also die LVA, nicht mehr mitgespielt. Ja. Und ich musste dann nach 6 Wochen abbrechen. Normalerweise sollte ich 3 Monate bleiben. Mhm. Und da halt die Kassen sind halt leer, ne? Und dann konnte ich halt da nicht länger. Und ich bin da mitten aus der Therapie rausgezogen worden. Hast du im Moment aktuell einen Hausarzt? Hausarzt, ja. Ich habe auch eine Therapeutin, aber da muss ich gestehen, bin ich jetzt, habe ich 4-mal geschwänzt. Gut, aber der Hausarzt... Weil ich eben, ja, weiß nicht, in so einem tiefen Loch behalten ja, bin. Weiß der Hausarzt genau Bescheid, was du zu dir nimmst? Ja, der weiß. Die weiß, das ist eine Ärztin, ja. Was sagt die denn dazu? Das meinte ich gerade auch. Bitte? Was sagt die denn dazu? Warnt die dich nicht, sagt die nicht, Manuela, du musst unbedingt auch noch was anderes essen, du erkrankst, du kriegst schwere innere Erkrankungen, sagt natürlich, die... Natürlich, das ist mir alles bewusst, aber der innere Schweinehund hat... Nein, meine Frage war, die warnt dich schon. Ja. Ja. So, jetzt die Zeit
nach der Kur, von der du gerade gesprochen hast, in diesem Jahr, und der Rückfälligkeit, die jetzt irgendwie so über dir hängt, was hast du denn da gegessen? Also da habe ich ja so von der Kur so einen Plan mitgekriegt, ja, was ich da alles zu mir nehmen soll. Ja. Also ich soll gucken, dass ich nur 30, 40 Gramm Fett zu mir nehme. Mhm. Ja. Aber das heißt, du isst relativ normale Sachen, aber kalorienreduziert. Genau. Und das, genau. Schmeckt dir das denn jetzt nach all diesen Jahren Schokolade? Ja, doch, schmeckt. Schmeckt schon. Mhm. Mhm. Also da gab es keine Probleme. Aber nur mit dem Frühstück, das ist für mich jetzt immer noch ein Problem. Da kriege ich einfach nichts runter. Du hast früher, wenn du aufgestanden bist, dir gleich eine Tafel Schokolade reingezogen. Ja, so ungefähr. Mhm. Was hast du hauptsächlich dann dazu noch getrunken? Entweder Kaba, Milch oder da gab es auch mal Cola oder Cola Light, ja, oder Multivitaminsaft, je nach Lust und Laune. Ah ja, Multivitaminsaft, dann hast du ja noch ein paar Vitamine abbekommen. Ja, genau. Ja, das trinke ich gern. Bist du berufstätig? Ich war bis vor anderthalb Jahre. Ja, und jetzt geht es nicht mehr, jetzt hängst du zu Hause. Ja, leider. Mhm. Und weil es eben, weil ich übergewichtig bin und ich habe bei der Post Dienstleistungsfachkraft, also ich war Briefträgerin, ja, habe Pakete und Briefe ausgetragen. Ja. Und da hatte ich eigentlich genug Bewegung, ne? Ja. Aber die fehlt mir jetzt. Das heißt, jetzt hängst du zu Hause in der Wohnung, hast du gerade gesagt, 128 Kilo, ja, ungefähr. Und jetzt hängt die dunkle Wolke über dir, dass du wieder anfängst, Schokolade zu essen. Ja. Und früher hast du, ich sag's nochmal, 3 Kilo Schokolade am Tag gegessen. Ja. Mensch, Manuela, und du hast jetzt auch noch die letzten Stunden bei deiner Therapeutin geschwänzt? Ja, leider. Aber weil ich versuche, dass ich jetzt am Freitag wieder hinkomme. Du musst da hingehen, ja, Mensch. Du hast ja immerhin schon was Besonderes geschafft jetzt im Sommer. Dass du von der, dass diese Kur eine gewisse Wirkung gezeigt hat. Ja, und ich, das ist ja dann eingetragen worden als Intervall. Also, dass ich nochmal gehen muss, dass ich nach einem halben Jahr nochmal neu beantragen muss. Ja, aber ich will darauf hinaus, das ist ja schon mal ein Erfolgserlebnis nach so vielen Jahren einer schlimmen Sucht. Und auch wenn du jetzt so viele Jahre gelebt hast damit, mhm, auf Dauer wirst du damit nicht leben können. Na, das ist mal klar. Das heißt, du wirst jung sterben. So ist es. Ja, so ist es, ja. Das geht ja irgendwann mal auf die Gelenke und alles. Ach, ne? Irgendwann kollabieren wahrscheinlich die Nieren oder ich weiß es nicht. Irgendwann wird der ganze Organismus nicht mehr damit klarkommen. Genau. Hast du denn zu dieser Therapeutin, zu der du gehst, ein gutes Verhältnis? Und hast du das Gefühl, die hat mich schon im Griff und die kann mir helfen und die versteht mich? Ja, doch schon. Mhm. Nur ich weiß nicht, was mich da geritten hat, dass ich die 3-4 Mal geschwänzt habe. So. Ich weiß es auch nicht. Ich finde gut, dass du dich heute getreten hast und hast ja angerufen. Ja, eben, das hab denkt, dann klappt es bestimmt, ja, darum, dass ich genau hier wieder gehe. Genau, das finde ich den ersten guten Schritt und da möchte ich dich beglückwünschen zu. Ja, ich bin jetzt auch wahnsinnig aufgeregt. Ich weiß, jetzt hat man das an der Stimme, ich bin da wahnsinnig. Nein, nein, du hast das alles sehr toll erzählt und sehr klar erzählt. Man hört es überhaupt nicht. Jetzt ist der nächste Schritt, Manuela, dass du, am Freitag ist der Termin, ne? Nee, dann muss ich erst den wieder beantragen, den Termin. Okay, aber dass du jetzt demnächst einen Termin dann wieder beantragst bei deiner Psychologin. Ja, und? Es geht letztendlich um dein Leben, Manuela. Okay. Nicht nur um deine Gesundheit, es geht um dein Leben. Wenn du gerne in ein paar Jahren tot sein möchtest, dann mach so weiter. Ja, das hatte ich ja, von dem Punkt bin ich ja weg, weil ich habe ja in den 7 Jahren pro Jahr einmal versucht, mir das Leben zu nehmen. Ne? Aber davon bist du weg. Ja, also die Gedanken kommen Gott sei Dank, also bis jetzt, ja, Gott sei Dank nicht mehr. So Manuela, du versprichst mir, dass du einen Termin mit deiner Therapeutin machst. Auf jeden Fall. Ich würde dir gerne noch anbieten, dass du noch ein paar Worte mit meinem Psychologen sprichst. Ja. Ne, das machen wir auch so. Dann legst du auf, Johannes ruft dich an und ich wünsche dir wirklich alles Gute von Herzen. Und lass die Finger von der Schokolade weg. Ja, okay. Das geht halt nicht so weiter. Ja. Das ist mir klar. Ja, ja. Alles Gute. Okay, alles klar. Danke. Tschüss. Schönen Tag noch. Heute ist ein Frauentag. Domian, Frauentag. Florentine, 33 Jahre. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Das Hallo. Ist ja schön, dass ich dich mal spreche. Ja, schön, dass du da bist. Ja, es geht um Folgendes. Eben hat ein Mädel angerufen und ich glaube, sie war verheiratet. Das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall hat sie dir erzählt, dass sie mit ihrem Mann nicht so die rechte Lust empfinden kann, wenn sie mit ihm Lilian war das. Lebt. Genau. Genau.
Und ich habe, ich nenne es kein Problem. Ich sage, das ist bei mir eigentlich auch so und bei meinen Freundinnen halt auch. Das ist nämlich keine Seltenheit. Mhm. Also wir hatten, wir sind mal irgendwie so drauf gekommen, das hat auch lange gedauert, weil jeder irgendwie immer sich profiliert hat, mit wem und mit wie viel und ach, und der sieht toll aus und so. Und irgendwann sind wir mal drauf gekommen, dass es eigentlich uns nicht um die Lust geht, weil wir nämlich die gar nicht haben. Aha. Wie viele Freundinnen seid ihr? Wir waren damals 5 Freundinnen oder sind es immer noch. Und habt euch dann so offenbart, richtig. Da ist nichts mit groß mit Lust. Richtig, genau. Um was ging es euch denn dann sonst? Ja, das haben wir dann nämlich mal ausdiskutiert. Das war nämlich folgendes. Meine eine Freundin ist ständig immer weggegangen nachts. Also ich bin mit ihr zusammen weggegangen und sie hat dann halt immer irgendwie wen abgeschleppt, wenn ich es mal so nennen darf. Mhm. Und ich habe immer so gesagt, na, was hast du denn davon und so und irgendwo, weiß ich nicht, ist das so in Ordnung und irgendwie muss der also was davon haben. Dann meinte sie halt damals zu mir, ja, sie empfindet da halt auch Spaß dran. Mhm. Und ich habe sie dann gefragt, naja, meinst du wirklich, dass das so Spaß ist, weil sie mich dann die folgenden Tage, wenn der sich dann daraufhin nicht gemeldet hat, welcher gerade dran war, dann eben mich vollgejammert hat und so, habe ich sie dann gefragt, naja, warum jammerst du denn jetzt, wenn für dich eh die Fronten klar waren und dir es um den Spaß ging? Und also, um was, weswegen habt ihr es gemacht? Wie bitte? Weswegen habt ihr es gemacht? In erster Linie ist mal sie und ich war damals in einer langen Beziehung. Und da sind wir auf einen Nenner gekommen, dass das eigentlich darum ging, man möchte denjenigen nicht verlieren. Ja. Das ging eigentlich eher um seine Wünsche. Aber interessant ist ja, dass da 5 Frauen zusammen zufällig sind, die alle sagen, letztendlich haben wir gar keinen richtigen Bock auf Sex. Genau, richtig, genau. Ich habe noch 5 Schwestern und als ich das die Thematik mal angesprochen haben, dass wir einen Club gründen wollen. Wir wollen einen Club gründen. Genau, haben wir dann auch gemacht. Aha. Also der ist natürlich noch relativ unausgereift. Wie heißt der Club? Der Club der Toten Lust haben wir den genannt. Club ist ein bisschen der makaber. Was ist denn da bei euch los? Da sind ja nur Frauen, die keine Lust haben. Die 5 Schwestern etwa auch noch. Ich höre nämlich immer auf deinem Kanal, also über deine Sendung, dass immer die Mega-Frauen und die Mega-Männer, die haben ja so wahnsinnig viel Lust und wir hören das ja auch immer, also zum größten Teil alle, die jetzt jedenfalls dafür Zeit haben. Ja. Und wir amüsieren uns immer prächtig darüber, beziehungsweise wir finden es schon fast erschreckend, wir finden es schon völlig anormal. Komischerweise ist es aber so, dass es in unserem Freundeskreis und Schwesternkreis und Familienkreis nicht unbedingt so das Thema ist. Also ich halte fest, da sind 5 Frauen. Genau. Du bist die Florentine. Genau. Im Alter von 33 Jahren, genau. Die auch noch 5 Schwestern hat. Ja. So, und alle Frauen da so in deinem Umfeld haben nicht so den Bock auf Sex. Genau, also es sind aber 5 Freundinnen und ich selber habe dann noch 5 Schwestern. So, genau. Club der Toten Lust wurde gegründet. Genau, richtig. Warum? Also nein, lass mich fragen, warum habt ihr denn keine Lust auf Sex? Ist es so naturgegeben oder was ist da los? Ja, weil du nämlich vorhin auch mit dem Mädel gesprochen hattest, ob das irgendwas in der Kindheit gibt. Also ich habe eine gute Kindheit, gibt es nichts. Da kann ich überhaupt nicht drauf zurückgreifen. Ja. Und das wäre ja auch irgendwie ein bisschen seltsam, wenn sich hier irgendwie, kaum spreche ich das bei meiner Schwester an, wir gründen den Club, dann geht's dann auf einmal auch so. Also irgendwie, da hat sich dann eine nach der anderen irgendwie so geoutet. Es gibt eigentlich... Also du weißt es bei dir im Klartext gesagt nicht, woran es liegt. Wie sieht denn deine Lust aus? Ist er wirklich tote Hose oder ist es auf Sparflamme irgendwie so? Nee, ich habe schon Lust, aber mich fängt es ganz schnell an zu nerven. Wie viel Mal hast du Sex im Monat? Also zurzeit relativ selten, 1-2 Mal vielleicht. Hast du einen Freund? Ja. Du hast einen Freund? Ja, seit 6 Jahren. Macht dir das denn richtig Spaß mit dem? Nee, eben nicht. Nee, ich meine, wenn es denn einmal passiert, macht ihr das denn auch nicht? Ich bin froh, wenn es vorbei ist. Und mit dem bist du 6 Jahre zusammen? Ja. Und wie hält der Junge das aus? Ja, das weiß ich auch nicht genau. Ich habe ihn mal gefragt. Das ist doch super frustrierend für den Partner. Ja, aber es ist, ich find's halt auch frustrierend irgendwie, dass von uns auch immer erwartet wird, dass wir Lust haben müssen und wir haben halt keine. Ja. Aber du kannst verstehen, dass wenn da 2 Interessen aufeinander stoßen, dass es dann Probleme gibt.
Ja, ne? Klar, ja, klar. Und dass es meistens dann irgendwann vielleicht sogar sehr traurig endet, weil es auf eine Trennung dann hinausläuft. Mhm. Oder auf Untreue oder weiß ich was alles. Ich wette, Domian, wenn ich jetzt, wenn ich mehrere Frauen ansprechen würde und wenn wir jetzt auch noch eine Internetadresse irgendwie gründen, dass es da weitaus mehr Frauen gibt. Was wollt ihr denn in dem Club der toten Lust machen? Es ist einfach so, dass man einfach auch mal, also man hat ja schon fast das Gefühl heutzutage, dass das völlig anormal ist, wenn man eben nicht irgendwie ausgefeilte Techniken drauf hat oder sonst. Ich meine, da gebe ich dir wirklich recht. Ich sage auch mittlerweile, dass die Sexualität in unserer Gesellschaft viel zu hoch bewertet ist. Weißt du, ich glaube sogar daran liegt es, der Druck. Genau, der Druck. Aber man darf es natürlich auch nicht ins andere Extrem schieben. Nee, jetzt müssen wir Schluss machen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Hm? Schön, dass du angerufen hast. Ja, grüß die anderen Mädels von mir. Tschüss. In der Technik Uwe Petersen und Martin Trucks. Morgen heißt unser Thema: Diese Lüge hat mein Leben zerstört. Gute Nacht, schöne Nacht, bis morgen.